Eine gebrochene rationale Funktion analysieren. Ein Beispiel. Das ist also nur ein Beispiel. Wir haben diese Funktion y gleich 0,5x hoch 3 plus 4 dividiert mit x hoch 2 minus 4. Man kann sehen, dass wenn es der Grad der Zähler ist ja größer als der Grad der Nenner. Also gerade dieses Beispiel geht die Funktion, wenn es Richtung Unendlichkeit geht, also Plus Unendlichkeit geht, geht auch die Funktion Richtung Plus Unendlichkeit. Und wenn es Richtung negative Unendlichkeit geht, auch die Funktionswerte Richtung Minus Unendlichkeit. Also divergiert also Richtung Unendlichkeit. Und wenn man es zeichnen lässt, zum Beispiel mit einem Programm oder so, sieht die Funktion so aus. Ich habe sozusagen jetzt die Lösung schon jetzt. Es geht dann hier weiter natürlich. Gut, dann muss man schauen, okay, haben wir Nullstellen oder so in Zähler und Nenner? Wir können ja zumindest erst einmal schauen, dass hier 0,5x hoch 3 plus 4 im Nenner sehen wir zumindest ziemlich sofort, dass das ist ja eine binomische, können wir sozusagen eine binomische Formel sozusagen verwenden. Das ist ja x plus 2 mal x minus 2. Und dann würden wir sagen, aha, da gibt es zwei spezielle Stellen, die wir anschauen müssen. Wenn x minus 2 ist, ist das 0. Wenn x plus 2 ist, ist das 0. Die Frage ist ja nur, ist auch eine von diesen Nullstellen Nullstelle für den Zähler. Man kann dann natürlich einfach testen und dann wird man sehen, okay, wenn x plus 2 ist, okay, dann wird das ja sowieso positiv, das ist keine Nullstelle. Wenn x minus 2 ist, dann haben wir hier minus 2 mal minus 2 mal minus 2, mit insgesamt minus 8. Minus 8 mal 0,5 ist minus 4, minus 4 plus 4 ist 0. Das heißt, das hier ist eine Nullstelle. Also x gleich minus 2 ist eine Nullstelle, auch also im Zähler sowohl im Nenner, also das da. Und das bedeutet auch, dass das ist, das wäre hier sonst minus 2, aber das wäre, ist sozusagen eine Lücke soweit. Wir können das kürzen, damit die Funktion wirklich so ausschaut. Für x gleich 2, das wäre keine Nullstelle im Zähler. Das bedeutet, dass wenn x Richtung 2 geht, geht ja die Funktion Richtung Unendlichkeit. Plus Unendlichkeit oder Minus Unendlichkeit, je nachdem, ob wir von links oder rechts kommen. Und das können wir auch hier sehen. Das ist also eine Polstelle mit einer Asymptote x gleich 2. Wenn x 2 ist, ist es 0. Um das hier noch weiter sehen zu können, also um auch den Zähler sozusagen, also um es weiter analysieren zu können, würden wir auch den Zähler gerne auch auftrennen. Wir haben ja zum Beispiel wir wollen ja den Zähler faktorisieren. Also wir müssen eine Polynomdivision machen. Wir haben also 0,5 x hoch 3 plus 0 mal x hoch 2 plus 0 mal x plus 4. Das wollen wir dividieren mit dieser Nullstelle, mit x plus 2. Gut, wir müssen, um das zu bekommen, müssen wir x mit 0,5 x hoch 2 multiplizieren. 0,5 mal x hoch 2 mal das da ist dann 0,5 x hoch 3 plus 2 mal 0,5 ist 1, also plus x hoch 2. Und das müssen wir dann minus hier machen. Also minus 0,5 x hoch 3 minus x hoch 2. Genau, 0,5 mal x hoch 2 mal das da wird dann. Das da, also minus x hoch 2. Das wird der 0, wie es sein soll. Hier haben wir dann minus x hoch 2 plus 0x plus 4. Jetzt müssen wir diese Funktion, also x plus 2, multiplizieren mit minus x. Das ist dann minus x hoch 2 minus 2x. Und dann tun wir das von hier abziehen. Das wird dann, also minus das wird dann plus x hoch 2 plus 2x. Das wird dann natürlich 0, weil sonst haben wir einen Fehler gemacht.
Hier haben wir dann 2x plus 4. Genau, minus x haben wir hier. Und das müssen wir dann, müssen wir diese Funktion mit 2 multiplizieren. Plus 2. Dann kriegen wir, werden wir 2x plus 4 bekommen, sehe ich sofort dann. Ich kann das gerne ordentlicher selbst machen, aber das bedeutet, dass diese Division ergibt, dass also wir können den Zähler, ich habe das am Schluss nicht gesehen, die Funktion, die wir am Anfang an haben, also 0,5x hoch 3 plus 4 durch x plus 2 mal x minus 2, können wir schreiben als x plus 2 mal 0,5x hoch 2 minus x plus 2 dividiert mit x plus 2 mal x minus 2. Das können wir dann kürzen und dann haben wir das übrig. Gut, wenn wir auch diese Polynomdivision ausführen, dann haben wir dann können wir schauen, nämlich wie benimmt sich diese Funktion Richtung Plus, Minus, Unendlichkeit. Wir können eigentlich eine Funktion einer Asymptote bekommen. Wir haben also 0,5x hoch 2 minus x plus 2, dividieren wir mit x minus 2, dann gleich. Dann müssen wir schauen, okay, wir müssen hier mit 0,5x multiplizieren, weil 0,5x mal x minus 2 ist ja gleich 0,5x hoch 2, das was wir dort haben, minus in diesem Fall x. 0,5x mal minus 2 ist minus x. Das ziehen wir von hier ab, also minus 0,5x hoch 2, minus minus plus x. Da wird 0, da wird auch 0, wir kriegen plus 2 und da kommen wir eigentlich nicht weit. Wir wissen also, dass diese Division, das ist halt der Rest, ist 0,5x plus dann 2 durch x minus 2. Aber wenn x Richtung Unendlichkeit geht, geht das hier Richtung 0, auch wenn es Richtung Minus Unendlichkeit, und das bedeutet, dass diese Asymptote hier, hat einen Funktionswert y gleich 0,5x. Und das haben wir durch diese Polynomdivision herausgefunden. Also wir haben also eine Lücke entdeckt, wir haben eine Polstelle und wir haben eine lineare Asymptote.